Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja, ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Brauchen wir. Die brauchen wir. Sprechen wir über was anderes. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, ja, das kenne ich. Probleme habe ich auch immer. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Werde ich tun. Sofa, Droggelbecher. Oh, Droggelbecher. Lampe, Tür, Lampe. Bin gerade ernsthaft am Überlegen. Wir brauchen Lehm. Für diesen Abdruck. Für diesen Abdruck brauchen wir Lehm, genau. Und für Lehm brauchen wir was zum Umrühren. Und zwar das Ding vom Alumann. Ich weiß aber nicht, wieso. Das ist doch alles ein Schlamassel. Vielleicht findet man ja dort hinten etwas. Hallo, einsamer Raum mit Sitzecke. Hallo, Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Nehmen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht? Nein. Auch? Ich hab's. Heureka! Die Cocktailkarte. Cocktailkarte und Aschenbecher führt zu... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Bist du dir da vollkommen sicher? Ich hab's. Hol den Fußnagel raus, Edna. Wir machen Folgendes. Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze... Ja, ja, ja. Wenn ich mich recht entsinne, dann war das so, dass wir ein Biggity Buggity Boo trinken müssen und der Baumann dann mal eine Runde in den Keller geht. Aber wie werden wir ein Biggity Buggity Boo bekommen? Kann man sich auf den Barhocker setzen? Keine Zeit zum Ausdrücken. Hallo, ich möchte gerne ein Biggity Buggity Boo. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Glas Kaffee. Einen Kaffee, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Nein, echt nicht. Barmann, einen Drink bitte. Einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Glas Wasser. Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht auf der Karte. Steht nicht auf der Karte. Was auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Steht nicht auf der Karte. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Biggity Buggity Boo? Einen Biggity Buggity Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Ich, Witzbold. Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel. Naja,
Zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Immerhin. Hier ist keine Selbstbedienung. Warum? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Edna Surprise, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Ich klatsch dir gleich mal eine, mein Freund. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Nichts. Ich bin gerade nicht durstig. Steht nicht auf der Karte. Hallo, Bienenmann. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig weiter Fremde. Wie du willst, Fremde. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Und er macht dann mal eine Biene. Da drin sind die beiden. Nein, wir gehen nicht zu den Totentäubchen. Der Alumann kann uns auch nicht weiterhelfen. Vielleicht sollten wir mal in die Residenz gehen. Droggelbecher! Droggelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Ich muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Ja, das solltest du tun. Ich guck mal, habe ich sowas? Ich bin akkreditiert. Ich habe ein Ticket. Droggelbecher. Nur für den Wäschelift? Droggelbecher. Ach, Menno. Mann. Der ist so uncool, der Typ. Mit ihm habe ich schon geredet. Da drüben ist das Telefon. Juppie schweigt uns sicherlich immer noch an. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Ich auch. Wirklich. Hallo, Professor Nock. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh, du bist es nur. Hello, hello. Und, wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Später. Vorbei. Dann gehen wir ihm zum Wäschelift. Mir doch kacke egal. Werde ich eben mal ein bisschen grumpy hier. Zieh voll die Fresse wie die Grumpy Cat. Die Grumpy Cat. Oh, look. My English is voll the yellow from the egg hier. Aber mal so richtig. Mal so richtig. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, look. Nein. Nein? Das war eine doofe Idee. Das war eine doofe Idee. Das war wahrlich eine... Und los geht's. Doofe Idee. Bling! Bling! Da kommt der nächste Ausgang. Oh, hallöchen, Herr Mantel. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Was haben wir nur angerichtet? Der trinkt jetzt bestimmt. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen mit Blase quatschen. Ich glaube, das halte ich für eine gute Idee.
Blügen. Tripp auf. Da, die ist zu. Die ist verschlossen. Ja, die Füße war fest verschlossen. Tripp auf. Da ist niemand. Lalala, Hallöchen, Flur. Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Oh mein Gott. Was hältst du eigentlich von diesem Drink? Ach nein, ich will keine Urinprobe. Wie sollen wir dann jemals an seine DNA gelangen? Das ist eine gute Frage. Geh woanders hin, Edna. Stehst im Weg, Edna. Hallöchen, Schlüssel. Hey, lass das. Mist. Ich hab doch gar nichts gesagt. Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen. Ja, wir müssen das Leben genau hierher bringen. Dazu brauchen wir erstmal das Leben. Es ist eine auswegslose Situation. Verdammte Kacke. Ich hab nicht geflucht. Ich fluche auch sonst nicht. Man flucht nicht, fluchen ist böse. Wie wär's mit ein bisschen Kaugummi? Oh. Boah. Guck mal, Harvey. Kaugummi. Wow. Warum nimmst du dir kein Kaugummi? Nur von Inkompetenz umgeben. Irgendwie. Lalala, vielleicht finden wir hier noch irgendwas Interessantes? Das sieht kompliziert aus. Nein, sieht's nicht. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Nein. Tut man gar nicht. Halt den Mund. Auf so inkompetent zu quasseln, Edna. Deine dummen Kommentare bringen mich hier auch nicht weiter. Du machst mich wütend. Ich geh jetzt in meine Zelle. Auch. So ein Bockmist. Bling. Da ist ein Diplom. Hallo, Diplom. Cocktailkarte oder Diplom? Mit so einer Entscheidung kann man ganze Jahre verplempern. Mann, ich bin gerade in einer seelischen und moralischen Zwickmühle. Wir brauchen eine Schaufel für ein Lehm. Und dann bekommen wir einen Generalschlüssel. Und durch diesen Generalschlüssel können wir dann in Dr. Marcells Gruselkammer. Aber wir werden wohl kaum diesen komischen Drink bekommen, wenn wir nicht seine Unterschrift fälschen könnten. Und seine Unterschrift fälschen können wir nur, wenn wir in diesem komischen Raum waren. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Mann. Oh, du... Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Können wir ihm gerne etwas gegen den Kopf werfen? Tritt zurück, oder du bekommst mein angespitztes Stuhlbein zu spüren. Ich schaudere. Falsch, du wackelst mit dem Finger. Hallo, Antenne. Die sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Ja, total. Benutzen, du sollst es benutzen. Quietsch. Gehe vor. Jetzt geh da drüben wieder rein. Ja, tu das mal, Edna, tu das mal.
Ach, das ist doch alles zum Verzweifeln.